bessere Gesellschaft und Klimaziele erreichen, beides zusammen. So, ich sage Ihnen erstmal, wie wir ein volkswirtschaftlich Gewinne erzielen. Stellen Sie sich vor, 20 Reformen, davon die Gesundheitsreform. Ganz kurz, wir wollen es ja ganz schnell machen. Stellen Sie sich vor, da wäre jetzt mein Hausarzt. Er würde mir in Zukunft spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten anbieten. So eine Art Gesundheits-Health-Club. Die Leute fangen an, über gesundes Leben nachzudenken, entwickeln sich gesünder, brauchen weniger Tabletten. Wir sparen volkswirtschaftlich 70 Milliarden jedes Jahr ein. Der Hausarzt kriegt dann am meisten Geld, wenn ich nie krank werde. Neues Berechnungssystem. Jeden Monat, den ich gesund bleibe, kriegt er eine fürstliche Prämie. Aber nicht mehr fürs Verwalten von chronisch Kranken. Eine gute Arbeit von sich, dafür, dass Sie gesund bleiben. Genau, für eine gute Gesundheitsförderungsarbeit und nicht für eine Arbeit als Tablettenhändler. Mhm. Okay, das ist halt schwierig, weil man ja nicht sagen kann, dass Ihre Gesundheit dann nur von Ihrem Hausarzt abhängig ist. Nein, das ist vollkommen richtig. Sie müssen sich nur vorstellen, wenn der Hausarzt 2000 betreut und der andere Hausarzt wieder 2000 oder 3000 betreut, dann kann man, das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden kann dann mit allen statistischen Mitteln rausfiltern, welcher Hausarzt einen Faktor darstellt. Natürlich werde ich von 1000 Faktoren beeinflusst, ja? Aber man guckt dann, bei dieser Stichprobe von 2000, 3000, 4000 Leuten kann man genau feststellen, dieser Arzt hat eher eine gesundheitsförderliche Wirkung, der andere eher etwas weniger. Das lässt sich tatsächlich errechnen. Das ist so. Das ist statistisch so. Ich bin selbst Statistiker, Uni-Durchschnittsnote 1,1. Ja. Ich weiß, wie sowas funktioniert. Das geht. Das wissen wir schon lange. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir entschädigen die Pharmaindustrie ein bisschen, denn die verkauft jetzt weniger Tabletten. Wir helfen denen, damit die nicht blockieren. Ja, wir müssen denen ja die Kurve kriegen lassen, denn sonst geht uns der deutsche Markt der Pharmaindustrie geht ja erstmal runter. Ne? Und jetzt stellen Sie sich vor, zum Abschluss, Greta stände hier und sagt, ja, die zweiten Scientists for Future, liebe Journalisten, haben uns versprochen, viele Milliarden ins Klima stecken zu können aus diesen eingesparten Geldern. Wir sollten in jeder Talkshow einfach mal diskutieren, ob dieses dritte System der zweiten Scientist for Future nicht für uns alle der beste Weg ist. Ja? Förderung des Guten, Gesundheitsförderung statt Tablettensuchterzeugung. Das ist vielleicht die Grundformel. Mhm. Also meine Meinung dazu. Also zumindest das, was Sie mir jetzt bisher dargestellt haben, so in dem Rahmen, klingt theoretisch gesehen natürlich sinnvoll.